Falls du schon mindestens eins meiner Videos geguckt hast, wirst du eventuell schon bemerkt haben, dass ich öfter mal Szenen wie diese hier da drin habe. Und ich kriege jedes Mal so viele Fragen, was es denn genau ist und wie ich genau plane und so weiter. Und heute möchte ich euch alles mal ganz genau zeigen und erklären, wie ich dann genau eigentlich plane. Das Ganze ist in zwei Kategorien eingeteilt, würde ich es mal nennen. Und zwar einmal mein ganz normales Notion-Setup, also wie ich es eingerichtet habe. Und am Ende noch ein Tutorial, also ja, kurz die Erklärung, wie ich das Ganze dann so eingerichtet habe. Und vorab noch, ich bin in diesem Video nicht gesponsert von Notion, leider. Also das ist alles wirklich meine eigene Meinung. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich kriege dafür nichts umsonst oder irgendwas anderes, sondern das ist wirklich meine eigene Meinung und ich möchte es euch einfach, ja, zeigen, weil ich dieses Programm und diese App wirklich gut finde. Ich muss by the way trotzdem Werbung oben hinschreiben, um mich da rechtlich abzusichern, aber dass ich nicht unsicher bin, ich werde dafür nicht bezahlt. Ja. Kommen wir erstmal zu der wichtigsten Frage, was ist Notion eigentlich? Notion ist eine App, die einen All-in-One-Workspace ermöglicht. Und der Name ist ziemlich gut getroffen, denn ich plane mit Notion wirklich alles. Also ich habe da gefühlt mein ganzes Leben dran. Natürlich ist nicht so dramatisch, ich muss ein bisschen auf Privatsphäre achten. Aber ich habe da wirklich sehr, sehr viel gespeichert. Und alle Sachen, die ich so organisatorisch mache, mache ich eigentlich in Notion. Wenn wir Notion jetzt öffnen, sehen wir jetzt allererstes mal mein Dashboard. Und ich glaube, ich habe das gar nicht selbst so genannt, sondern das hieß sogar am Anfang schon so. Aber das ist wirklich so die Startseite, auf der ich alles Wichtige erstmal drauf, was ich so jeden Tag sehen muss. Als allererstes haben wir da meine ganz normale Wochenübersicht. Das heißt, von Montag bis Freitag einfach alle Tage aufgeschrieben. Ich habe da jetzt gerade nichts drinstehen, weil ich es vorhin gelöscht habe, weil ich nicht wollte, dass jetzt die ganze Öffentlichkeit meine ganzen To-Dos sieht. Aber normalerweise ist es natürlich ziemlich voll und ich habe da alle Sachen drin, die ich an jedem Tag erledigen muss. Wenn man weiter runter scrollt, sieht man meinen Kalender. Und ja, genau, das ist eigentlich ein ziemlich normaler Kalender, wie das auch der ganz normale Google-Kalender oder Apple-Kalender macht. Und da kann ich jetzt einfach irgendwas eintragen, nennen wir es mal Video drehen. Dann kann ich jetzt auch noch eine Kategorie einordnen, sagen wir jetzt einfach mal, ja, Video. Und dann könnte ich hier unten auch Notizen machen. Notizen. Und dann ist es hier gespeichert. Das Ganze kann ich auch hier noch so rumschieben, was mir ziemlich gut gefällt. Was ich auch öfter mal mache, wenn ich Sachen ja nochmal neu planen muss, da ich sie in dem Tag nicht geschafft habe oder ja, sie nicht stattgefunden haben, etc. Und als letztes ist dann noch mein Stundenplan ganz unten, wo ich alle meine Stunden eingetragen habe mit den Uhrzeiten jeweils. Und das sind so diese drei Sachen, die ich immer sehen möchte. Also meine wöchentliche Übersicht und meine monatliche Übersicht und dann noch, ja, eventuell auch noch meinen Stundenplan. Und unter meinem Dashboard finden wir dann meine Daily Tasks oder auch meine Daily Habits, würde ich es vielleicht sogar eher nehmen. Ja, das sind einfach so Aufgaben oder Gewohnheiten, die ich jeden Tag machen möchte oder meistens mache. Das Ganze ist auf keinen Fall richtig ausgereift bisher, da ich noch auf jeden Fall viel mehr da machen muss und noch eintragen muss, aber das sind so die Grundideen, die ich jeden Tag mache. Und zwar wieder einmal auf Social Media bezogen, Instagram Engagement. Das heißt, dass ich jeden Tag euch auf Instagram natürlich ein bisschen antworte, Kommentare beantworte, Nachrichten schreibe und so weiter. Und dann habe ich natürlich auch noch YouTube-Kommentare, auf die ich antworte. Und das beansprucht am Tag dann immer so zwischen 20 und 30 Minuten. Dann die zweite Kategorie ist Education. Und da habe ich bisher einfach nur Koreanisch-Vokabeln lernen aufgeschrieben. Und Lesen, warum habe ich da Lesen nicht drin? Natürlich lese ich auch jeden Tag. Und dann habe ich ganz unten noch Achtsamkeit, also Mindfulness. Und dort habe ich dann Tagebuchschreiben bzw. Journaling und noch Meditieren. Das sind so die Sachen, die ich versuche jeden Tag zu machen oder meistens jeden Tag mache. Wie gesagt, das ist natürlich nicht alles, aber das sind so die Grundideen erstmal. Und dann kommen wir auch schon zu meiner Monatsübersicht. Die heißt es logischerweise für diesen Monat November Overview. Und da habe ich jetzt allererstes erstmal meine Prioritäten oder meine Hauptaufgaben eventuell. Und zwar sind meine Ziele für diesen Monat 12-mal Koreanisch lernen, 12-mal lesen und 2-mal in der Woche meditieren, also insgesamt natürlich 8-mal meditieren. Und nachdem ich meine Prioritäten dann da oben aufgeschrieben habe, habe ich das Ganze dann nochmal in die Wochen runtergebrochen und habe jeweils Woche 1, Woche 2, Woche 3 und Woche 4 aufgeschrieben und dort einfach meine ganzen To-Dos eingeschrieben, damit ich das so besser vor Augen habe. Und ja, das ist eigentlich ziemlich gut. Und das ist ziemlich cool, da ich dann diese To-Dos einfach in mein Dashboard einordnen kann, wenn die Woche dann gekommen ist, sozusagen. Ich habe so einfach eine richtig gute Übersicht über den ganzen Monat und es klappt für mich momentan einfach echt gut mit den jeweiligen Wochen. Vor allem, weil ich da auch wieder so Sachen rumschieben kann, wenn ich was nicht geschafft habe und so weiter. Dann kommen wir jetzt zur größeren Kategorie und zwar Personal Home. Und in meinem Personal Home habe ich dann noch die folgenden Bereiche. Und zwar habe ich dann noch meine Routinen, meine Triggerliste, dann eine Leseliste, dann eine To-Buy-Checklist und als letztes dann noch Dinge, die ich ausprobieren möchte. Wenn man jetzt auf Personal Home raufgeht, sieht man jetzt noch die ganzen Kategorien, die ich auch gerade schon genannt habe. Das heißt, ich habe auf meiner
Hauptseite. Von der Startseite habe ich erstmal nichts Besonderes, sondern noch die ganzen anderen Unterkategorien aufgezeichnet. Fangen wir jetzt mal an mit meinen Routinen. Und zwar habe ich da meine Morgenroutine, Mittagsroutine, Abendroutine, wöchentliche Routine und monatliche Routine. Das klingt irgendwie im Deutschen total blöd. Und die englischen Begriffe sind viel schöner dafür, deswegen habe ich auch alles so in Englisch gehalten. Und diese ganzen Routinen sind für mich so eine ungefähre Richtlinie, was ich jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, jede Woche, jeden Monat machen möchte. Und das sind einfach so Gewohnheiten, die ich versuche öfter zu machen. Aber diese Tabelle sagt es nicht aus, dass ich alles, was drin steht, jedes Mal wirklich mache. Und es sagt auch nicht aus, dass es die einzigen Sachen sind, die ich mache. Das ist wie gesagt eine ungefähre Richtlinie, aber auf keinen Fall etwas, was ich immer hundertprozentig genau so mache. In meiner Morgenroutine habe ich Tagebuch schreiben, Frühstück essen, fertig machen und koreanisch Vokabel lernen. Und falls ihr meine Morgenroutine kennt, denn ich habe dazu auch schon einige Videos gemacht, dann wisst ihr auch, dass es natürlich nicht die einzigen Sachen sind, die ich mache. Und dann habe ich so ein Midday-Check-In und zwar gucke ich da jeden Mittag, Nachmittag, Vormittag, je nachdem, gucke ich immer, was in meiner Inbox drin ist, also was ich für Nachrichten bekomme, was ich für E-Mails bekommen habe. Dann gehe ich auf Instagram und beantworte dort Nachrichten und Kommentare. Dann schreibe ich ab und zu schon mal in mein Tagebuch und poste etwas in meiner Instagram-Story. Zu meiner Abendroutine gehört Inbox Zero, also alle Nachrichten beantwortet zu haben, dann Abend gegessen zu haben, dann natürlich auch sich fertig machen, Skincare lesen und dann noch Tagebuch schreiben. Wenn wir jetzt über meine wöchentliche Routine reden. Reden wir von meiner Sonntagsroutine, zu der ich schon mal ein extra Video gemacht habe. Ja, und was ich dann jeden Monat mache, steht noch hier meine Monthly Reset drinnen. Dann kommen wir zu meiner Triggerliste. Und meine Triggerliste ist eine Liste, die mich triggern soll, wie es der Begriff auch schon sagt. Ich benutze diese Liste immer zum Planen. Also wenn ich was Neues plane, einen neuen Monat, eine neue Woche, einen neuen Tag, eventuell auch manchmal, gucke ich auf diese Liste rauf und gucke, ob es da Dinge gibt, die ich vielleicht vergessen habe. Das heißt, ich habe da alle Aktivitäten und Dinge aufgelistet, die ich eventuell machen könnte, wie ihr hier auch sehen könnt. Genau, und dann gehe ich da immer durch und gucke, ob ich diese Aktivitäten in dieser Woche, in diesem Monat, wie gesagt, je nachdem, erledigen muss oder erledigen möchte. Beispielsweise auch bei den ganzen Events oder wenn ich mal jemanden kontaktieren muss oder ja, irgendwo drüber schauen muss. Denn es kann auch immer vorkommen, dass ich sowas vergesse, aber durch diese Liste vergesse ich das eher nicht, da ich alle potenziellen Aktivitäten hier einmal vor Augen habe. Dann haben wir die Kategorie Lesen und dort habe ich eine ganz große Tabelle mit allen Büchern, ja, die ich kenne eigentlich. Als allererstes ist die Kategorie, was ich noch lesen möchte, dann mein Sub, also mein Stapel ungelesener Bücher. Das sind die Bücher, die ich hier zu Hause habe, aber noch nicht gelesen habe. Dann habe ich eine Kategorie mit Dingen, die ich gerade lese und dann natürlich auch noch eine Fertig-Kategorie, also eine Gelesen-Kategorie. Da ich ja auch öfter Videos zum Thema Lesen und Bücher mache, müsste euch auch schon aufgefallen sein, dass es natürlich nicht nur 22 Bücher sind, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe, sondern dass es natürlich viel mehr sind. Aber das sind einfach die Bücher, die ich gelesen habe, seit ich diese Tabelle habe, würde ich das mal nennen. Und natürlich ist auch mein Sub viel größer. Also ich habe nicht nur 4 Dinge oder 4 Bücher auf meinem Sub. Es sind viel mehr, aber ich muss es irgendwann auch mal auf jeden Fall updaten. Ich mag diese Tabelle einfach sehr doll, da ich die Bücher hin und her ziehen kann. Sagen wir jetzt mal, ich habe mir das Buch Die 4 edlen Wahrheiten gekauft und dann liegt es nun auf meinem Sub drauf und irgendwann fange ich es dann an zu lesen, dann kann ich es hier hinziehen und dann bin ich irgendwann auch fertig und habe es dann auch gelesen. Die Tabelle macht es ja wirklich ziemlich einfach. Jetzt sind wir bei der Kaufkategorie, einer Alliteration, wie toll. Und dort habe ich Geschenkideen und auch eine eigene Wunschliste. Ich muss die Geschenkideen jetzt leider mal verpixeln, da es sein könnte, dass Leute, die da draufstehen, dieses Video hier sehen. Auf jeden Fall habe ich eine Tabelle mit meinen FreundInnen und meinen Familienmitgliedern. Und falls eine Person mal irgendwann erwähnt, was sie sich eventuell mal wünscht, was sie gerne haben würde, oder falls mir was einfällt, was ich ihr schenken kann, dann schreibe ich das da rauf. Und dann habe ich unten noch eine kleine Wunschliste, da steht jetzt aktuell 5 Dinge drauf. Da sind einfach so Sachen drauf, die ich mal gesehen habe, die ich cool finde, aber auch Dinge, die ich mir schon mega lange wünsche. Denn zum Beispiel die erste Sache, die hier drauf steht, ist eine Sache, die ich mir einfach seit 2 Jahren bisher schon wünsche. Also ich habe mir die jetzt nie aktiv gewünscht, aber ich finde die seit 2 Jahren ziemlich cool und überlege sie, ob ich sie jetzt wirklich kaufen soll dieses Jahr. Aber zu meiner Weihnachtswunschliste wird dann auch noch auf jeden Fall im Rahmen des diesjährigen Vlogmas was kommen. Deswegen verpixel ich das Ganze auch hier nochmal. Und die letzte Kategorie sind Dinge, die ich gerne mal auschecken möchte. Und da sind einfach Filme, Webseiten, Podcast, Reden und einfach andere Themen, über die ich mich gerne mal informieren möchte, beziehungsweise die ich gerne mal anschauen, anhören und so weiter möchte. Und ich kenne von den meisten Sachen drauf wirklich nur den Namen, weil ich mich nicht hiermit so beschäftigt habe. Aber zum Beispiel, wenn mir eine Freundin sagt, hey, dieser Podcast ist cool, hör dir das mal an, dann schreibe ich es hier rauf und höre mir das irgendwann an, wenn ich dafür Zeit habe. Oder wenn irgendjemand zu mir sagt, hey, dieser Film war total cool, dann schreibe ich es hier rauf und falls ich irgendwann mal Zeit habe und Lust habe, dann, ja, gehe ich diese Liste hier durch. Ich muss ehrlich sagen, ich mache das nicht so oft und diese Liste wird einfach immer größer und ich arbeite das nicht so ab.
Und die letzte Kategorie ist dann auch Business und da habe ich alle Sachen, die mit Social Media zu tun haben, drin gespeichert. Das Ganze gehe ich jetzt mal im Schnelldurchlauf durch und sage das nur ganz kurz an, da ich glaube, dass die meisten sowieso eher an andere Dinge oder an anderen Dingen interessiert sind. Als erstes habe ich YouTube und da sammle ich vor allem Videoideen. Dann habe ich einen Ordner zu meiner Personal Brand. Da habe ich so Dinge drin wie Werte, die ich vertrete und Themen, die ich anspreche, aber auch Statistiken und Informationen zu euch, also zu meiner Zielgruppe und zu Leuten, die meine Videos und meinen Content schauen. Und das ist einfach so ein Überblick, würde ich sagen, über meine Online-Präsenz. Dann habe ich Gut Genug, also meinen Podcast, den ihr euch sehr gerne anhören könnt. Da plane ich ja einfach auch Podcast-Folgen. Dann habe ich noch ein weiteres Projekt, was mit Social Media zu tun hat. Dann habe ich Features, also das sind einfach ja Blogartikel oder andere Videos, in denen ich erwähnt wurde. Dann habe ich einen Ordner zu Vlogmas und einen Ordner zu Südkorea. Das hat jetzt nicht so viel mit Social Media zu tun, aber ja. Bevor wir zum Tutorial kommen, noch eine kurze Sache. Ich habe auch noch eine Schulorganisation. Also ich habe einen Notion Workspace für meine schulischen Aktivitäten und noch einen Notion Workspace mit meiner besten Freundin zusammen, wo wir zusammen irgendwas planen, was wir zusammen machen wollen und so weiter. Und falls ihr dazu noch eigene Videos sehen wollt, könnt ihr mir das sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, damit ich weiß, ob es euch interessiert. Also falls ihr es auch noch sehen wollt, dann schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und jetzt kommen wir natürlich erstmal zum Tutorial. Wenn wir jetzt hier unten auf Seite hinzufügen gehen, sehen wir erstmal eine schöne leere Seite, der wir jetzt erstmal einen Namen geben können. Sagen wir mal, was wir für eine Seite machen? Sagen wir Bücher. Und dann können wir hier oben noch ein Emoji hinzufügen. Und dann können wir auch noch ein Cover hinzufügen. Nehmen wir jetzt einfach mal dieses schöne Bild hier. Dann können wir auf die Seite raufklicken und einen Schrägstrich eingeben. Und dann öffnet sich hier diese kleine Sache, dieses kleine Quadrat. Und dort können wir dann verschiedene Sachen auswählen, wie zum Beispiel eine To-Do-Liste. Dann haben wir eine To-Do-Liste. Sagen wir Bücher kaufen. Bücher einsortieren. Oder wir können natürlich auch eine Überschrift erstellen. Meine Lieblingsbücher. Und darunter können wir dann eine Liste machen mit Buch X. Was ihr aber jetzt die ganze Zeit gesehen habt, was ich erstellt habe, ist meistens eine Tabelle wie das hier. Und da können wir dann zum Beispiel schreiben wie meine Bücher. Und dann können wir hier den Namen des Buches eingeben, dann das Genre zum Beispiel und dann Status. Sagen wir einfach mal Buch X. Das Genre ist dann, keine Ahnung, New Edit fällt mir gerade ein. Als Status machen wir dann gelesen. Ansonsten habe ich auch oft einfach ein Board benutzt, was dann zum Beispiel so hier aussieht. Und da können wir auch nochmal die ganzen Bücher eintragen. Ich verstecke oft die erste Sache hier, weil die keinen Status hat. Und dann können wir auch da wieder unsere Bücher eingeben und diese dann auch hin und her verschieben. Ansonsten können wir auch eine Seite in der Seite erstellen. Das machen wir, indem wir wieder auf den Schrägstrich gehen und dann eine Seite erstellen. Und dann öffnet sich eine neue Seite, die nennen wir jetzt zum Beispiel mal Lieblingsbücher. Und dann, wenn wir hier auf Bücher raufklicken, auf den Hauptordner, sehen wir natürlich hier unten die Unterkategorie Lieblingsbücher hier direkt stehen. Wenn wir jetzt in einem Board auf eine Sache raufklicken, öffnet sich auch nochmal eine ganz andere Seite, wo wir dann auch nochmal Notizen oder andere Dinge hinzufügen können. Wenn du beispielsweise über das Buch X etwas schreiben möchtest, zum Beispiel sowas wie Key-Aussagen, kannst du die eintragen oder Infos über den Autoren kannst du auch noch schreiben und so weiter. So, falls es jetzt noch weitere Fragen zu Notion gibt, entweder zu meinem eigenen Workspace oder auch zu dem Tutorial, wie auch immer, könnt ihr mir sie sehr gerne in die Kommentare schreiben und ich versuche so viel und so gut wie möglich zu beantworten. Ansonsten, wie gesagt, wird es eventuell nochmal einen zweiten oder sogar dritten Teil dazu geben, falls euer Interesse besteht. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Falls euch diese Videos hier gefallen, könnten euch eventuell auch noch diese Videos hier gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns sehr bald mal hier wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag. Ciao!